bin Rottensteiner Anna und arbeite in der Vermittlung im Naturmuseum Südtirol. Ich werde euch heute ein besonderes Thema vorstellen, nämlich die Stachelhäuter. Das ist ein, denke ich, sehr wenig bekanntes Thema. Wir befinden uns hier im ersten Stock im Naturmuseum und zwar vor unserem Aquarium. Das ist ein Meerwasser-Aquarium und wie ihr vielleicht hinter mir sehen könnt, schwimmen verschiedene Tiere herum. Das sind hauptsächlich Fische und man sieht auch einige Korallen und Anemonen. Heute geht es allerdings um diese Tiere, die vielleicht nicht so offensichtlich sind, und zwar, wie gesagt, um die Stachelhäuter. Diese Stachelhäuter sind ein Stamm meeresbewohnender und wirbelloser Tiere. Und zu ihnen gehören die Seesterne, die euch sicher allen bekannt sind, die Schlangensterne, welche sehr ähnlich sind, allerdings viel, viel längere Arme haben, die Seegurken oder auch Seewalzen genannt und die Seeigel. Was man schon mal für alle gemeinsam sagen kann, ist, dass sie meistens eine radiale, fünfstrahlige Symmetrie haben. Also sie bestehen oft, wie zum Beispiel die Seesterne, aus fünf gleichen Teilen, aus fünf gleichen Segmenten. Und außerdem haben sie auch alle Kalkskelette, aus denen ihr Körper besteht. Bei den Seegurken ist es so, dass nur einzelne kleine Platten vorhanden sind, aber bei den anderen besteht wirklich der ganze Körper aus einem Kalkskelett, also aus einem sogenannten Innenskelett. Ein weiteres Merkmal, das sie haben, woraus sich natürlich auch der Name Stachelhäuter ableitet, sind kleinere oder größere Stacheln auf ihrem Körper. Diese Stacheln, die sie haben, die eignen sich natürlich besonders gut erstens zur Fortbewegung, zweitens als Abwehr von Feinden, also Fressfeinde natürlich. Manchmal beinhalten sie auch Photorezeptoren, also sie merken dort, wo das Licht ist und bewegen sich dann vielleicht eher zum Licht hin oder auch eher vom Licht weg. Und manchmal enthalten sie sogar auch noch ein Gift, das sie auch natürlich an ihre Fressfeinde absondern können und sie somit eben verscheuchen können. Etwas weiteres, das alle Stachelhäuter gemeinsam haben, ist, dass sie einen sehr einfachen Körperbau haben. Sie bestehen, wie gesagt, aus dieser speziellen fünfstrahligen Symmetrie und ansonsten besteht der Körper eigentlich hauptsächlich aus einer Mundöffnung, aus einem Verdauungssystem, was ein Darm oder ein Magen sein kann, und aus einer Körperöffnung, dem sogenannten After, der sich auf der anderen Körperseite meistens befindet. Also bei den Seesternen zum Beispiel, unten ist der Mund und oben ist der After. Etwas anderes, was auch noch alle Stachelhäuter gemeinsam haben, ist, dass sie kleine Füßchen haben unten, die man eigentlich fast nicht sieht, mit denen sie sich fortbewegen. Und diese Füßchen bewegen sie mit einem sogenannten Wassergefäßsystem, was einzigartig für diese Tiere ist, für die Stachelhäuter, und mit dem können sie auch atmen. Also sie sammeln sozusagen den Sauerstoff aus dem Wasser heraus durch dieses Wassergefäßsystem. Auf das erste Tier, auf das ich etwas genauer eingehen möchte, das ist auch die größte Klasse innerhalb der Stachelhäuter, das sind die Seesterne. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Arten. Manche sind ganz, ganz mini klein, von einem Zentimeter, und solche haben wir auch in unserem Meeresaquarium drinnen, nämlich die Gänsefuß-Seesterne, die ich auch hier in einer kleinen Petrischale nochmal euch extra zeigen möchte. Und es gibt aber auch Seesterne, die sind sogar bis zu einem Meter groß. Die meisten Seesterne allerdings sind so ungefähr wie dieser hier. Also ungefähr 10 bis 20 cm Durchmesser, da findet man eigentlich so, das ist eine übliche Größe. Vielleicht habt ihr auch schon mal, wenn ihr auf dem Strand unterwegs wart, einen ausgetrockneten Seestern gesehen. Das wäre dann sowas hier. Also hier ist jetzt nur noch das Skelett, die harten Teile von diesem Seestern übrig. Und hier sieht man nochmal ganz gut, wie hier unten in der Mitte die kleine Mundöffnung ist. Und hier oben ist der Ausgang, wo dann die Reste, die nicht verdaut werden, wieder herauskommen, der sogenannte After. Und hier sieht man auch nochmal diese ganz kleinen, vielen Füßchen, die auf der Unterseite sind. Und wie gesagt, nochmal diese fünfstrahlige, radiale Symmetrie. Das ist allerdings nicht bei allen Seesternen so, dass sie auch genau fünf Füße haben. Sie können auch manchmal mehr Füße haben oder auch weniger. Das hängt erstens von der Art ab.
Es gibt eine Art, die zum Beispiel immer 12 oder 10 Füße hat. Und es ist auch manchmal so, dass sich die Seesterne teilen. Das heißt, dass sie manchmal dann vielleicht nur 4 Füße haben oder vielleicht auch 6. Und da findet man auch hier bei uns rundherum im Aquarium immer wieder Seesterne, die mehr oder weniger Beine haben als 5. Die Seesterne haben auch noch etwas anderes Besonderes. Und zwar können sie ihren Magen, der sich hier befindet, herausstülpen, um etwas zu fressen. Manche fressen vor allem Algen, also die wandern dann auf der Scheibe entlang zum Beispiel und fressen dort die Algen, die sie dort finden, also sie grasen sozusagen weiter. Und manche fressen auch räuberisch zum Beispiel Muscheln oder Schnecken oder kleine Fische, die im Meer leben. Und dazu können sie eben diesen Magen, den sie da drinnen haben, herausstülpen und diese Tiere zuerst verdauen und dann erst das, was sie sozusagen wirklich verdaut haben und für ihren Körper brauchen, was ihnen Nährstoffe bringt, dann in sich hineinholen. Dann haben wir als nächste Klasse, die ich euch vorstellen möchte, die Schlangensterne. Diese sind, wie gesagt, sehr, sehr ähnlich zu den Seesternen und es gibt auch sehr, sehr viele verschiedene Arten. Die Schlangensterne, die wir bei uns im Naturmuseum haben, sind zwei ganz große olivgrüne Schlangensterne mit diesen ganz langen Armen, die eben ihnen diesen Namen Schlangenstern geben. Wir haben aber auch ganz, ganz viele kleine Schlangensterne von nur 1, 2, 3, 4 cm und auch ganz viele verschiedene Arten. Die verstecken sich allerdings meistens sehr gut und befinden sich irgendwo hier in diesen ganzen Nischen und Höhlen, die ihr vielleicht hier von außen nicht so gut sehen könnt. In dieser Petrischale hier zum Beispiel habe ich einen ganz kleinen Schlangenstern vorhin herausgeholt und der hat eine rötlich und weißliche Farbe, lauter so kleine Streifchen und das ist eben natürlich eine andere Art als die olivgrünen Schlangensterne. Und bei den Schlangensternen ist es eben auch so, dass sie sich von unterschiedlichen Sachen ernähren. Die meisten ernähren sich von kleinen Teilchen, die im Wasser herumschwimmen, das sogenannte Plankton. Und manche ernähren sich auch wirklich von kleinen Fischen, kleine tote Fische zum Beispiel, oder auch eben Muscheln oder Krebschen oder andere kleine Meerestiere. Als nächstes möchte ich euch noch genauer erklären die Seeigel. Davon haben wir einen bei uns im Aquarium und das ist der Diadem-Seeigel. Das ist ein schwarzes Tier, das natürlich auch aus diesem rundlichen Kalkskelett besteht, was ich euch natürlich anfangs schon gesagt habe und wo ich auch ein kleines hier mitgebracht habe. So, das ist ein Skelett von einem toten Seeigel. Und hier sieht man auch eben wieder diese rundliche, symmetrische Form. Unten haben wir wieder die Mundöffnung und oben ist der After, wo die Reste, die sie nicht verdaut haben, herauskommen. Und bei den Seeigeln ist etwas ganz Nettes, finde ich. Die haben 5 so zahnähnliche Strukturen, immer aus Kalk natürlich, genauso wie das Skelett. Und damit können sie wirklich den Untergrund, wo sie entlang gehen, auch wie bei den Seesternen abgrasen. Also sie schaben mit diesen Zähnchen die Algen vom Untergrund weg. Die meisten Seesterne leben auch effektiv am Boden. Und damit gehen sie auch mit ihren Füßchen, spazieren sie so dahin. Und die Stacheln haben sie eben, wie gesagt, zur Fortbewegung auch teilweise und natürlich auch zur Abwehr, damit niemand anderes sie frisst. Dann haben wir noch als letzte Klasse von den Stachelnhäutern, das ist auch die lustigste oder die vielleicht sogar interessanteste, das sind die Seegurken oder die, man sagt auch die Seewalzen. Sie hat ihren Namen, Seegurke, von ihrer Form. Das sind so längliche Gurken oder auch Würste, könnte man eigentlich fast sagen, die auch eine ganz unterschiedliche Länge haben, von ungefähr 5, 10, 12 Zentimetern bis sogar 2 Meter. Aber solche 2 Meter großen haben wir bei uns im Aquarium leider nicht. Und diese Seegurken sind nachtaktiv und deshalb kann ich euch leider heute auch keine Aufnahme von unserem Aquarium hier zeigen, weil sie sich effektiv nur nachts und da sogar sehr selten blicken lässt. Genauso wie die Seeigel, die sind auch nachtaktiv. Diese Gurke hat auch eine Mundöffnung, wo oft auch Tentakel dran sind und auch wieder ein Hinterteil oder den hinteren Teil sozusagen der Seegurke, wo wieder diese Öffnung ist, wo die Reste rauskommen. Die Seegurke ist ein richtiger Staubsauger auf dem Meeresboden. Sie wandert nämlich auf dem Meeresboden, meist sogar am Tiefseeboden dahin
und frisst sämtliches Material, das sie finden kann. Das nimmt sie mit ihrem Mund auf. Sie verdaut dann natürlich nur das Lebendige, das Organische, das sie wieder verwerten kann. Und der Rest kommt hinten in so sandigen Würstchen wieder heraus. Und das ist auch sehr wertvoll für den Boden in der Tiefsee, weil natürlich da auch dieser Boden ein bisschen bearbeitet wird und die organischen Bestandteile natürlich für die Seegurke wiederverwendet werden können. Etwas Letztes und noch ganz Kurzes zur Seegurke ist, dass sie ihre Feinde erschrecken kann, indem sie ihr Mageninneres plötzlich herausschleudert. Und da kommen dann lauter so eklige Fäden heraus, die ihre Feinde gar nicht so toll finden und mit denen sie dann die Feinde sozusagen abwehren kann. Und innerhalb ein paar weniger Wochen kann dieses ganze Mageninnere natürlich wieder nachwachsen, sodass sie dann danach auch wieder ganz normal fressen kann.